Hey ho, meine Legionäre, und willkommen zum ersten Video zu Loop Hero. Ich habe das Video, das Spiel bei einem YouTuber gesehen und dachte mir so, sieht eigentlich interessant aus. Und habe ich so geguckt, kostet nicht ganz so viel und dachte mir so, da ich sowieso einer bin, der, das ist ein Spiel, das kann man so nebenbei spielen. Das ist halt ganz geil, weil wenn ich abends Serie gucke, kann ich mich hinsetzen, einfach Spielstand wählen, was auch immer. Und kann dann anfangen zu spielen. Ich persönlich habe jetzt schon ein bisschen gespielt. Also wenn wir auf Fortsetzen gehen, ihr seht, ich habe schon ein bisschen was hergestellt. Aber es ist halt nicht viel. Sondern ich bin da wirklich immer nur rumgerannt und habe versucht, in den Expeditionen so viel möglich zu holen. Und habe mir halt durch das Bauen von der Zuflucht die Klasse Schurke freigeschalten. Mehr habe ich nicht gemacht. Und dementsprechend werde ich jetzt, ich habe immer den Bluthain dabei, den Wald, wir können mal es angucken hier. Den Chronokristall nehme ich nicht mit, mag ich nicht. Ich nehme dafür wieder das Dorf. Das Dorf mit. Schatzkammer, vergessen habe ich sowieso immer dabei. Felsen und Berge, Wiese, solche Sachen halt dabei. Weizenfelder, keine Ahnung, bringt mir jetzt nicht so viel. Dorf ist halt, ja, es ist halt witzig. Sumpf geht theoretischerweise, ist aber schwierig. Und ich habe mir gedacht, da ich eh ein bisschen unerfahren bin in dem Spiel, abgesehen davon, dass ich nur grinde wie so ein Wahnsinniger, um ein Gebäude zu bauen, könnt ihr mir dann zum Beispiel sagen, was sich so im Spiel lohnt. Ob jetzt zum Beispiel der Schurke wirklich so viel besser ist für die Bosse. Ich habe es bis jetzt, wie gesagt, noch nicht hinbekommen, den ersten Boss in irgendeiner Form zu klatschen. Das Einzige, was ich weiß, ist, was ich selbst mitbekommen habe vom Lesen, ist, dass ich bei dem Boss um diesen Startpunkt herum... Was ist dein Beruf? Okay. Ich erkläre euch ganz kurz für die Leute, die nicht kennen, wie das Spiel so funktioniert. Ihr habt halt hier oben euer Inventar. Ich kann eine Rüstung, einen Ring, ein Schwert und ein Schild anlegen. Das hier oben ist halt ist gesperrt. Also ich kann auch jetzt nicht hier irgendwie das irgendwo anders hinziehen. Ich habe halt ein paar Heiltränke. Das ist mein Loopweg. Also ich laufe halt hier wirklich einfach die ganze Zeit entlang. Und es gibt halt Geschwindigkeit 1 und Geschwindigkeit 2. Gibt es den Planungsmodus und dann ist der andere ist halt dann Abenteuermodus. Da läuft ihr halt rum. Und hier oben bekommt ihr angezeigt Tagesverlauf. Und Kartenabschluss, sobald der Balken voll ist, spawnt der Boss. Und mehr ist es eigentlich schon nicht. Geht halt darum, jetzt heißt halt Loot Hero. Ihr seid halt immer dabei, euren Charakter hier zu gucken, dass ihr bessere Ausrüstung bekommt. Und dann einfach, ihr grindet eure Ausrüstung hoch und dann schnappt ihr euch euren, versucht euch halt den Boss zu stellen. Steht auch immer da, was die Schleime hier so, die haben Schaden. Sind künstliches Leben, sind flüssig. Wie auch immer, also das ist halt... Ihr könnt halt Easy Mode spielen oder halt dann Hard Mode. Also je nachdem, wie viel ihr halt platzieren wollt. Also ich kann euch da jetzt von meiner Erfahrung her nicht viel dazu sagen, weil ich habe einfach keine große Ahnung von dem Spiel. Weil das, was ich geguckt habe, das war bei Zombie, habe ein bisschen geguckt, dachte mir dann so, ja cool. Machen wir da oben ein Dorf hin. So. Ihr seht das? Das Dorf hat mir jetzt eine Quest gebracht. Da hinten, ihr seht immer, die Questgegner haben immer so eine kleine Krone im Kopf. Die sind ein bisschen stärker und verteilen auch extra Loot. Oh, Schlachtfeld. Machen wir doch mal gleich hier hin. Und das... Ihr Schloss mache ich mal. Ne, ich mach's da hin. Ihr seht das jetzt. Der Schleim hier hat jetzt mehr Leben. Und also er hat halt 200% mehr Leben. Ist jetzt aber nicht so schlimm, hat denselben Schaden wie der hier. X. Du hast Verteidigung 2. Geil. Und mit jedem Loop, den ihr macht, werdet ihr... werden die Gegner stärker. Das habe ich auch schon so herausgefunden.
Spinnies. Ah. Mach mal die Spinnies. Das ist eigentlich schlecht. Mach mal sie hier. Ihr seht, mit jedem Neustart, es kommt zum Beispiel bei den Schlachtfeldern, kommen dann jetzt solche Schatzkisten raus. Und aus dem Spinnending kommt dann hier eine Spinnie raus. Wenn es dann hier ein neuer Tag ist, seht ihr das, kommt dann eine Spinnie rausgerannt. Die muss man dann bekämpfen. Zack, ihr seht's, Spinnie kommt raus. Zack, perfekt. Drei Spinnie abgestorben. Das klingt halt wirklich, das Spielprinzip klingt so ultra simpel, aber ich weiß nicht, es macht halt einfach mega Spaß. Weil ich habe zurzeit, wir haben halt zurzeit einfach bloß Conqueror's Blade. Und Conqueror's Blade ist halt jetzt gerade zu diesem Moment, ich habe vorhin eigentlich ein Video machen wollen zu Conqueror's Blade, hat bloß einen Nachteil. Dörfer sind gerade tot. Ihr habt hier oben dann übrigens eure Kiste für Ressourcen. Okay, wir machen das dahin und noch das dahin. Oh, cool. Einmal mal Level 2 Schwert gefunden. Easy peasy. Wieder eine Wiese. Will noch will nichts platzieren. Also doch, eigentlich könnte ich die Wiesen hier platzieren. Kommt drauf was ordentliches. Stopp. Also das Schild ist besser. Und hier seht ihr zum Beispiel, dieser Ring bringt Magieschaden. Magieschaden ist eher was für. Keine Ahnung. Ich kann mit Magieschaden nichts anfangen. Ich hätte jetzt mal gesagt, irgendeine dritte Klasse. Weil ich kenne bis jetzt bloß den Krieger und die Assassine. Mehr kenne ich nicht. Und alles in der Nähe von diesem Vampirschloss. Seht ihr gleich, da spawnt halt ein Vampir und sagt, ah, ich will dich fressen. Ja, hier. Geil, danach muss ich sofort hier stoppen. Ich habe nämlich eine Schatzkammer gekriegt. Nein, das was kaputt ging. Oben gibt es ein Dorf. Einfach weil es lustig ist. Jetzt einfach aus Spaß noch ein Dorf hin. So. Weiß nicht, was es bringt. Ich mache es aber trotzdem einfach. Denn ich weiß, dass es sehr wichtig ist, diese Schatzdinger hier zu öffnen. Ihr seht, ich bekomme wieder zwei neue Karten heraus. Und zusätzlich, also ich habe mehr Karten dazu bekommen, ich habe hier Loot bekommen. Und Umschlag. Regeneration konnte ich glaube lieber diesen Rundumschlag haben. Regeneration ist gar nicht so schlecht. Und den Hain platziere ich direkt auf den Spinnen. Machen wir mal so. Wie gesagt, eigentlich könnt ihr euch. Was zur Hölle ist das denn? Warum wurde das jetzt? Warum ist das ein besuchtes Dorf geworden? Was sind das für komische Viecher dort? Sieht aus wie irgendwelche angeknabberten Menschen. Ihr seht auch ungefähr anhand dessen, was hier dann die Farbe ist. Also grau ist halt niedrigste Stufe, dann gibt es blau, grün gibt es glaube ich nicht. Dann kommt, glaube ich, gelb und dann kommt hier dieses Orange. Ja, was es war, höhere Stufe. Kann nur besser sein. Egal, was für Stats drauf sind. Oh, irgendwie. Ah, Ghule! 10% Vampirismus. Untot hat eine Seele. Guck das mal an hier. Ich habe den geslappt und mache 10 Schaden ringsrum. Geil, ich habe einen Bluthai. Eine Schatzkiste. Und ich habe schon etwas freigeschalten. Mensch, muss ich erstmal hier gucken. Vampirismus, Rundumschaden. Okay, Vampirismus.
Gutheiten. Das ist nämlich perfekt. Ich setze den mal hier hin. Jetzt kann ich eine Schatzkammer hier hinsetzen. Setze dann natürlich wieder Zeug ringsrum. Ihr seht schon, auf der Karte tauchen immer wieder bestimmte Dinge neu auf. Also zum Beispiel das hier ist irgendein Goblin-Lager. Die versuche ich gerne zu umgehen. Und was ich nicht wusste, ist, dass hier oben in dem Dorf dann, wenn da ein Vampirschloss daneben steht, dass das dann Besuchwort der Ghule entstehen. Keine Ahnung, wusste ich nicht. Und durch ein Gebäude, was ich gestellt hatte, bekomme ich halt hier immer das hier oben ist ein Skillsystem, ist aber mit jedem Run dann wieder zurückgesetzt. Also wie gesagt, jedes Mal, wenn ihr tot seid, setzt sich der Run zurück. Ich habe halt bis jetzt hauptsächlich gefarmt und habe noch nicht einmal richtig probiert, den Boss zu klatschen. Und zumindest die ich gemacht habe, die waren halt alle grauenvoll. Ich habe jetzt halt als Fähigkeit hier dieses schützendes Dogma. Ist jetzt halt ein Schild einfach. Och nee. Ah gut, 200% mehr. 200% mehr TP und die Dinger hauen dann noch so krasse Kellen raus. Aber ist okay, wir machen auch ordentlich Schaden. Holy shit, ja her mit der Klinge. Hat mehr Grundschaden als meine andere Max-Schaden. Ich werde mich übrigens demnächst mal hinsetzen und ein bisschen das Setup hier ein bisschen überarbeiten. Ich möchte nämlich, dass das Mikrofon... Ich habe immer keinen Bock, dann hier so rum zu experimentieren. Wie ist es am besten? Eigentlich möchte ich so machen, dass die Kamera dann irgendwie so auf mich guckt. Also mehr so aufs Gesicht fokussiert ist. Hat sogar schon geholfen ein bisschen. Und das Mikrofon soll eigentlich dann hier so... hier so irgendwo hier oben so leicht ins Bild hängen, sodass ich einfach von unten so rantippen muss. Das ist halt, weiß nicht, das ist für mich immer schöner, wenn das Mikrofon so schräg oben ist oder am besten so, dass es hier oben so leicht zu sehen ist und ein Bildschirm nicht verdeckt, weil im Normalfall, wenn ich im Stream das Mikrofon so nach vorne mache, verdecke ich mir einen halben rechten Bildschirm. Das hasse ich wie die Pest. Deshalb ist auch jetzt so, Mikrofon ein bisschen zur Seite gedreht, sodass es mir so leicht schräg ins Fressbrett guckt. Gargoyle! Beats! Geeks! Mehr Spinnen! Die Goblins sind gut, die geben nämlich auch guten Loot. Das ist natürlich ungünstig, weil wenn der Goblin-Anführer hat, kriegt jedes Mal diesen 30% mehr Schaden. Wenn halt einer von seinen Gefallenen von seinen Verbündeten dort abreckt. Und ihr seht, die Rüstung, die gelbe Rüstung mit Level 3 im Vergleich zu der blauen Rüstung Level 4, die gibt halt Unmenge mehr an Leben und vor allem Regeneration. So, zack, schmeißen sie weg. Und der Bluthain ist dieses Symbol und verschlingt dann die Kreaturen. Und das Krasse daran ist, wenn er die Kreaturen verschlingt. Gut, können wir gleich nochmal machen hier. Wenn ich dann hier einen Wald habe, kann ich hier noch einen Bluthain ransetzen. Sobald der Bluthain voll ist, schmeißt er einen Golem raus. Seht auch gleich hier die ganzen Spinnen, die haben halt wieder diesen Effekt drauf. Ich steche sie an, bläh, sterben sie. Aber ich habe eine ihre Waffe. Brauche ich nicht gucken. Oh, nicht gucken. Dich. Magieschaden. Yo, brauche ich nicht. Schlitz. Oh, die Waffe könnte jetzt natürlich... Lol. Guckt euch die Waffe an, die hat einfach mehr Grundschaden als meine andere Waffe Max-Schaden hat. Einer. Blitz. Holy shit.
So, machen wir hier Bluthain draus. Und wir lassen... Oh, ich mag das hier oben. Oh, Banditenlager, das vergessen wir mal. Eigentlich hätte ich es aufheben müssen für einen Endboss dann. Wird schon gehen. Irgendwie wird es schon gehen. Verteidigung 13 und Ausweichen 12%. Klar, her damit. Okay, das kann bleiben. Ich verliere ein bisschen Verteidigung, habe dafür aber auch Kontervampirismus. Ja. Mehr Leben ist immer gut. Ich heile mich um 12, wenn ich den Typen schlag. Holy. Holy moly, ist das geilo. Nee. Okay. Ich mache jetzt hier ein Vampirschloss hin. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder ob es mich töten wird. Hat aber irgendwie was Lustiges an sich. Ja, stich's auf. Flieht's. Boah. Das ist so viel Leben dadurch. 140 Leben verlieren ist nicht worth. Regeneration, da verliere ich wieder den Vampirismus. Ob was Geiles, komm. Ne, Level 3er Schild und so. Lohnt sich nicht. Das Schild hat zwar mehr Vampirismus, aber ich will ja wieder zwei Verteidigung. Verteidigung ist hier richtig viel wert. Das hier unten ist so unsere XP-Farm. Hier unten gibt es halt richtig, es gibt nur, ich glaube, 4 Monster plus halt noch ein Vampir, der noch dazu kommt. Geht eigentlich ganz geil, du. Ja, Schlitz. Okay, was hast du? Regeneration. Was hast du? 20 Verteidigung. Das. Ja. Nee. Mach ihn jetzt. Los, schlitz den oben auf. Schlitz. X. Ich fahre das Spiel irgendwie. Ich weiß, ich kann hier abends sitzen, stundenlang, guck nebenbei irgendeine Serie oder so an und dann wird hier einfach durchgeschlachtet. Was schön ist, du musst halt nebenbei nicht wirklich was machen. Einfach da sitzen und ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ja, halt ordentlich was. Nee, es lohnt sich. Ist auch schon hier, die Hälfte vom Balken ist schon voll, also. Okay. Der Konterangriff stellt 1,5 Leben mal Anzahl der Schleifen wieder her. Boah, da müsste ich auf Leben gehen. Mach das hier, 10% Chance zu betäuben. Eine 10%ige Chance zu betäuben ist 10%, ne? Also, klingt doof, aber... Los, aufschließen! Boah, ein Stück davon, ey. Boah, mit einem Hit sind die down. Ah ne, die nicht. Die Spinnen sind auch mit einem Hit down.
Ne, ich habe nicht das mit Konter genommen. Okay. Ist halt crazy, wie tanky meiner ist hier. Und doof. So, Moment. Wiese. Da eine Wiese hin. Hier einfach Wiesen hinsetzen. Halt Ressourcen, ne? Ah, es muss halt reichen. Und wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Oh, hoppala. Okay, Vampirismus. Ich verliere ein bisschen Vampirismus, habe mehr Regeneration, mehr Rundumschlag. Sehr schön. Was bringst du? Magieschaden. What's? Hier und da. Nein, ich habe doch Pause gedrückt. Ja, nee. Oh, da hat man es gesehen. Einmal gekrit, einmal gestunt gerade. Einmal da, einmal da, einmal da. Alles schön hier vollkleistern. Will ich da hinsetzen? Bin nur noch dahin. Läuft! Auf geht's! Das ist Loop 5 gerade mal. Aber wir haben relativ wenig Leben. Wir müssen halt übel Leben regenerieren, wenn es klappt. Okay, okay. Wir machen mal das Ding hier auf. Holen uns ein weiteres Schlachtfeld. Dahin. Nee, Friedhof platziere ich jetzt mal nicht. Und ich platziere mal noch hier ein Steinchen hin. Für mehr Ressourcen halt. Bringt alles Ressourcen, ist alles wichtig. Irgendwann mal. Konter, Regeneration. Weniger Rüstung. Holy moly. 15% Vampirismus. Okay. Fleets. Fleets. Ja, das ist natürlich dann rechts immer, wenn jemand irgendwas anderes spielt hier. Na, ist egal. Rundumschaden ausweichen. Ich verliere halt jetzt 134 Leben, aber ich mache das mal. Jetzt hole ich mir mehr Schaden. Krass, wie ich mich zwischendurch heile. 16, 17 Heilung pro Schlag. Haben wir mal hier einfach noch ein Dorf draus. Uns ist auch heimgesucht. Geilo. Warum nicht gleich so? Da dancen die Typen wieder rum. Weiß nicht, das könnt ihr mir vielleicht auch in den Kommentaren sagen. Holy moly. Viel weniger Schaden. Also 6 weniger Schaden. Maximal 4 weniger Grundschaden. Dafür aber Vampirismus und Regeneration. Ja, her damit. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Was hast du? Vampirismus, Ausweichen, Angriffstempo. Klar, her damit. Ist noch besser. Warum nicht, ne? Geeks. Ich bin nicht schöneres vorstellen als jetzt nebenbei. Das ist zum Beispiel im Livestream für morgen Abend. Oh, hey, das ist eine Mimik. Geh weg!
los ist, ey. Hier unten darf ich keine Wiesen hinsetzen. Setz doch mal eine Wiese hin. Los, schlitz sie auf! Ah. 7. Eine Rüstung mit 7. Also Level 7. Wie viel Vampirismus habe ich jetzt gerade? 37%. Okay. Das Krasse ist an den Vampiren zum Beispiel, die geben halt viel Leben. Viel Loot. Ihr habt es ja gesehen, die geben halt 2 Loot auf einmal, ja. Die Schaden rundum. Diese, setze ich hier noch eine ran. Es bringt halt was, wenn man hier die 3x3 Berge oder Steine zusammensetzt, wird halt ein großer Berg draus. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Pieks. Klingt aber so schön, wenn das so macht. Pieks. Bam. 7er Ring. Ein 7er Ring. 2,4 Rack. Boah, holy moly. Angriffstempo. Boah. Geht. Begeistert, ey. Guckt euch das mal an, ey. Ihr seht ja immer anhand der Leiste, die hier durchläuft, wie oft der Gegner angreift oder wie oft man selbst angreift. So, ich habe jetzt hier eine 6er Rüstung gekriegt. Und zwar Vampirismus 12%. Ja! Hier wird der Gegner ausgezutscht bis zum Get-No. Könnte vielleicht diesmal sogar was werden mit dem Endboss. Nee. Nehme ich beides nicht. Blitz! Oh, halt! Stopp. Was habe ich jetzt? Mit jeder Schleife erhöht sich die Rüstung um 1. Held stürzt sich direkt in den Kampf und der erste Angriff hat man eine Chance von 75. Bei der Gegner. Das klingt geil. Das klingt machbar. Auf jeden Fall. Oh. Ah, da war sogar instant gestunt. Ey, nicht hauen. Holy shit. Unter Regeneration. Ich verliere halt 10% Vampirismus. 15% Vampirismus, oder? Ja. Bringst du mir? Angriffstempo. Ausweichen. Ja, hoffen wir mal, dass die Regeneration es ausreißt. Los, Schlitz! Den Vampirismus hier behalten. Vampirismus? Nee. Die einfach alle instant in Slap gekriegt haben, ne? Und der Konter ist halt auch wahnsinnig. Das ist schön. Ja, setz mir einfach noch den einen hin. Oh, hier noch einen hinsetzen. Was? Nein, ihr müsst auch einfach mal gucken, was da hier immer an Items rauskommt, ne?
Bald kommt der Boss hier. Hab ein bisschen Bammel. Oh, es hat mir ja gerade richtig eine Schelle gegeben. Okay, jetzt muss ich Stopp machen. Okay, eine 7-6er Rüstung. Die hat Konter, Angriffstempo und Magieschaden. Das. Wir haben Vampirismus, Regeneration und Umschlag, Verteidigung. Konter, Verteidigung, ist doch egal, hat mehr Schaden. Du hast Vampirismus, Angriffstempo und Magieschaden. Okay. Es passt aber. Dann passt das aber halbwegs wieder. Das hier oben dicht. Kann ich nicht mehr, okay. Jetzt kann ich gleich wieder. Jetzt kommt der Boss. So, jetzt habe ich gelernt, weil ihr müsst hier gucken, Palast des Lichts. Jeder Palast des Lichts erhöht Schaden des Lichts um 5%. Ich kann zwei davon entfernen. Bäm. Und ja, bäm. Weg damit. Hoffen wir, dass ich noch was finde da in die Richtung zum Vergessen. Erstmal machen wir den Berg hier noch fertig. Jetzt hier noch irgendwo Wiese hin. Da noch ein bisschen Wiese hin. Unten kann man eh nicht mehr hin. Jetzt setzen wir hier noch ein bisschen Dorf, ein bisschen Hain. Ein paar Spinnies. Noch ein Dorf. Jetzt ist ja schon wieder so ein Clown drin. Ah. Okay. Noch ein Berg. Jetzt haben wir den Berg unten komplett. Seht ihr das? Supergeil. Der kraut ja noch vor dem Ding da oben. Die ganze Zeit gibt es nur auf den Sack. Konnte ich mich wenigstens ein bisschen heilen. Peaks! Achso, ja, lauf weiter. Blitz! Für den Vampirstun ist optimal. Jedes Feld, was ich so platziere, gibt mir halt irgendwo Bonusleben. Das steigert ja alles mein Leben, alles was Berge und so sind. Nee, lass ich mal so. Wenn jetzt hier nichts Gutes dabei rauskommt. Okay, theoretisch könnte ich jetzt auf Abhauen drücken, könnte alle Ressourcen behalten. Da es aber doof klingt, wenn ich jetzt das erste Video einfach sage, yo, ich ziehe mich zurück, haut rein. Machen wir nicht. Sondern ich bleibe und ich kämpfe jetzt gegen den Boss. Wenn ich verreck, direkt mal halt, dann kriege ich halt plus 30% der Ressourcen.
Ist das überhaupt möglich? Ja, ist egal. Blitz! Blitz! Was ich nicht verstehe, da bringt bei mir jedes Mal am Anfang diesen Satz so von wegen. Da ist was Komisches passiert hier. Ich krieg ihn sogar tot? Das sieht doch richtig gut aus. Oh. Ich hab ihn! Juhu! Das ist unmöglich, aus so vielen Gründen. Scheint nicht. Kannst du nicht erlauben, das abzulehnen. Doch, sag. Wer ist er? Stimmt, ich habe, wie gesagt, ich habe den Text noch nie. Ich habe noch nie gelesen, was hier der nächste Boss ist. Aber nicht gesehen. Ja, seht ihr? Nur der erste Schritt. Ihr habt es gerade gesehen. Ich habe hier unten halt dann das Ding abgeschlossen. Belohnung wählen. Ja, natürlich möchte ich hier erwachtes Fragment haben. Und Rückzug. Genau. Welcher Lich? Ob das eine Sie oder ein R ist, weiß ich nicht, aber sieht voll bekifft aus. Also, welcher Lich? So, hier so. Welcher Lich, Alter? Welcher Fluch? Müssen wir wohl unsere Expedition fortsetzen. Jetzt gibt es hier oben dann auch... Oh, hier oben gibt es einen zweiten Boss. Das ist dann wahrscheinlich einen ganzen Zacken schwerer. Was kann ich denn jetzt bauen? Bauernhof habe ich schon. Mit das hier. Ah, genau, Vorratsdepot. Bauen wir mal am besten... Oh, mal dahin. Eine Liste von Sachen, die wir brauchen. Was? Wir können nicht weiter vom Boden essen. Doch, natürlich. Verstehe ich nicht. Natürlich, es sollte einfach weiter vom Boden essen. Rest! Lass mein Leben bitte bauen. Finde ich gut. Jetzt können wir noch bauen. Lagerhaus können wir nicht bauen. Uft. Schaltet neue Klasse frei. Nee, guck mal. Ah, guck mal an. Da gibt es eine dritte Klasse. Könnte ja theoretisch noch mehr kommen. Steht wieder nicht da, was es bringt. Ah! Der Nekromant. Wie viel brauche ich dafür? Stein und wieder zerlegte Ressourcen. Also ich würde vorschlagen, ich gucke jetzt mal noch, was es hier bei Ausstattung gibt. Mal herstellen. Nee, da brauche ich alles hier dafür. Gott des Himmels Willen. Ich würde jetzt sagen, wir wissen jetzt, ich werde dann
nächste Folge mal gucken, dass ich mit dem Dieb mal spiele. Und dass ich dann halt so viele Ressourcen wie möglich sammle, um mit euch zusammen im dritten Teil einfach dann mal zu gucken, wie der Nekromant ist. Und dann mal gucken, wie es ankommt insgesamt so, das ganze Spiel bei euch. Und ja, dann würde ich mal schauen, wie es halt so an... Wenn es gut ankommt, kann ich mehr machen. Wie gesagt, ich will halt ein kleines bisschen weg von dem nur Conqueror's Blade bringen, weil irgendwo hört auch dann der Hype von Conqueror's Blade auf und das muss ich ja einfach einsehen und dementsprechend mich auch dann anders orientieren. Von daher, ich danke euch schon mal für euer Feedback. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, es kostet euch ja nichts. Und Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Und immer schön gesund bleiben. Ciao, ciao.